Super lecker. Wahrscheinlich 2 Grad zu heiß für Tobi, aber von der Konsistenz und vom Geschmack. Das ist die Sahne. Wollt ihr auch einen? Wir entscheiden, was wir kaufen. Also so auch meine Meinung, wenn ich mich mit anderen Menschen austausche, dass manche immer sagen, wir haben doch gar keinen Einfluss. Doch, den haben wir, merke ich immer wieder. Wir haben den Einfluss, dass jeder Einzelne jeden Tag entscheidet, was kaufe ich. Das heißt, wenn wir einfach die, sage ich mal, mit Raubbau gewonnenen Industrieprodukte liegen lassen, gibt es Umdenken. Und das Schöne, was man ja schon sehen kann, ist der Impact, es gibt Veränderungen schon in der Gesellschaft. Also es war Good Food am Anfang und Good Food war mehrfach belegt. Und dann kam eine Freundin, eine Bekannte auf mich zu und meinte, Tobi, du hast immer so gute Laune, das passt doch perfekt. Mach doch einfach Good Mood Food. Wir haben heute eine Milchschokolade in der Hand, vielleicht sprechen über Schokolade, weil es ist gar nichts mehr drin. Weil um was es geht, ist, dass der Anteil von der Kakaobohne in dem Produkt hoch ist und nicht vielleicht das Fett, was rausgepresst wurde, der Anteil hoch ist. Denn die Wirkstoffe vom Kakao liegen in der Bohne und sind, wenn man Kakao in die Bestandteile zerlegt, Pulver und Masse, was die Schokoladenindustrie benutzt, bleibt im Pulver alles drin von den Wirkstoffen, also die sekundären Pflanzenstoffe, auch, sage ich mal, das Tryptophan und Theobromin, um das es in der Form geht, wenn man von diesem Ruf kommt, dass Schokolade glücklich macht. Und das ist auch das Thema, was die Königshäuser fasziniert hat. Kakao trinken, der vielleicht was Besonderes ist, weil es bitter ist im Geschmack, aber auch diese Wirkung hat. Es wurde damals, so sagt man bei den Azteken, vor allem schon als heilige Pflanze genutzt, für Medizine eingesetzt, als Ritualpflanze eingesetzt. Hatte dort einen recht hohen Stellenwert, daher kommt auch das Speise der Götter. Und das Faszinierende für mich war eben dabei, dass in Maya- und Aztekenkultur das ja sogar eine Handelswährung, also eine Währung war. Also Kakaobohnen war in der Währung auch gleichgesetzt, hat einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Und das war, glaube ich, auch die Faszination, die die Spanier und Portugiesen hatten. Und das ist bis heute, glaube ich, halt, hat Kakao diesen hohen Stellenwert, obwohl er massenhaft verfügbar ist, hat aber komplett eigentlich diesen Bezug verloren. Wenn ich auf die Frage schaue, ob wir einen Einfluss haben und die Welt auch am Verändern sind, würde ich ganz klar sagen, ja, wir verändern Realitäten. Und zwar allein schon von den Menschen, von denen wir einkaufen, haben wir eine direkte Wirkung. Auch wenn das momentan im Verhältnis zu dem Welthandel von Kakao enorm klein ist, aber doch haben wir die Wirkung für die Menschen vor Ort. Also wir sorgen dafür, dass zig Familien, hunderte Familien in den Anbauländern Einkommen haben. Dass auch die Partnerunternehmen in den Ländern weiter florieren. Und das ist ein ganz klarer Impact. Und wenn das mehrere Kleine machen, und das ist momentan so, dann verändert sich auch im Großen was. Ich weiß nicht, ob das zeitlich noch zu schaffen ist, weil gleichzeitig auch sehr starke Verharrungskräfte sind. Aber im Endeffekt, wenn man immer in seinem eigenen Wirkungsfeld bleibt und schaut, was habe ich in meinem direkten Umfeld für Wirkung, macht das sehr viel mehr Mut, als wenn man sich im Verhältnis zu sehr groß agierenden Unternehmen sieht. Also aus diesen Regionen, wo wir sourcen, sind das Sonderanfertigungen für uns. Das fängt schon an, wo wird gesourced, in welchen Kooperativen, damit man ein gutes Rohergebnis vom Geschmack hin bekommt. Was einerseits das Schöne dann nämlich wieder ist, dass wir beidseitig aneinander gebunden sind. Also wir können gar nicht so einfach unseren Produzenten wechseln, was vielleicht wie die Großen können, die einfach Kakaobohnen brauchen, die durchs Rösten einen Geschmack glätten und wenig drin ist mit vielen anderen Zutaten. Bei uns ist eigentlich das in die Tiefe gehen verankert. Also wir sind abhängig, dass wir genau diese Ware möglichst wiederkriegen und wir können gar nicht schnell woanders bestellen. Deswegen ist es so, ich würde sagen, beidseitiges Hände geben, bis fast hin eigentlich ein Heiraten gehen ist. Und das ist das Schöne, wo ich sage, wir führen eine ganz persönliche Beziehung. Ich weiß gar nicht, wie es bei anderen läuft. Ich will es nur gar nicht wissen, aber da geht es wahrscheinlich knallhart um Drücken. Ware stimmt nicht, Container geht zurück, wird abgewiesen, wird nicht bezahlt. Das ist bei uns gar nicht möglich. Also das ist so dieser direkte Kontakt und dieser Bezug zu den Menschen vor Ort, aber auch zu dem Land, zu der biologischen Vielfalt, ist, glaube ich, für mich einer der Hauptschlüsselpunkte, wie wir
Wirtschaft nachhaltiger gestalten können. Weil immer wenn wir in Beziehung sind, wenn wir uns in Relation zu etwas setzen, dann versuchen wir eigentlich als Menschen auf Augenhöhe zu agieren. Und dann, also ein Handel auf Augenhöhe, ist in meinen Augen immer ein Stück weit nachhaltiger. Für mich ist Kakao so ein Vehikel, wie sage ich mal, meditieren und Yoga machen. Es verhilft einem, in dem Moment ins Jetzt zu kommen.